Ja, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung, vor allem, dass Sie so zahlreich da sind. Und wenn Sie so intensiv arbeiten, dann will ich auch nicht weiter stören, könnte ich ja jetzt sagen, salopp. Aber da ich ja auch gebeten worden bin, hier einen Input zu geben, will ich das natürlich auch gerne tun, um die Bedeutung zu unterstreichen und aber auch die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, die ich dem entgegenbringe, für das, was Sie hier heute tun und was Sie hier zusammentragen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich einem Thema mit großem Engagement zugewandt, das mir persönlich und auch der Landesregierung insgesamt sehr am Herzen liegt, der Leseförderung. Abraham Lincoln, der aus armen Verhältnissen stammte und sich selbst Lesen und Schreiben beigebracht hat, hat ihre Bedeutung mal so auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Schrift, die Kunst, dem Geist über die Augen Gedanken zu vermitteln, ist die große Erfindung der Welt. Lincoln beschreibt Lesekompetenzen als unverzichtbare Voraussetzung, mit Menschen über viele Grenzen hinweg zu kommunizieren und als Grundvoraussetzung, sich Bildung zu erschließen, und beschreibt sie damit als eine grundlegende Aufgabe von Schule. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich dieser Aufgabe in besonderer Weise angenommen und im Verlauf des Vormittags intensiv mit einem Fachkonzept zur Leseförderung befasst, das im Rahmen des Kultusministerkonferenzprojekts Pro Lesen in Nordrhein-Westfalen im Dialog zwischen Schulen und mit der Wissenschaft entwickelt worden ist. Ziel dieses Fachkonzepts ist es, die Leseförderung im Rahmen eines schulischen Lesekurriculums als Aufgabe aller Fächer zu verankern und damit auch eine Grundlage der Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern der Region zu schaffen. Wir alle wissen, dass die Entwicklung und Förderung der Lesekompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu einem zentralen schulischen Anliegen werden muss. Und dies gilt nicht nur für das Fach Deutsch, sondern wirklich für alle Fächer, für die Gesamtanlage der Lernentwicklungsprozesse, die wir in Schule anlegen wollen und sie so verstehen sollten. Wir wissen durch viele Beispiele aus der Schulpraxis darüber hinaus, dass die Förderung der Lesekompetenzen keine formale oder trockene Angelegenheit sein muss. Dies zeigen schulische Aktivitäten wie zum Beispiel Lesenächte, Vorlesewettbewerbe, Lesenpatenschaften oder die Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen im Rahmen von Bildungspartnerschaften. Sie werden durch das fachlich gegründete schulische Lesekurriculum in einen didaktischen Gesamtzusammenhang gebracht und schaffen vielfältige, aufeinander abgestimmte Lern- und Leseangelegenheiten. Meine Damen und Herren, wir wissen allerdings auch, dass das Engagement zur Lesekompetenzen kein Selbstläufer ist. Das liegt nicht zuletzt darin begründet, dass unsere Schulen vor immer neue und schwierige Aufgaben bzw. gesellschaftliche Veränderungen gestellt werden. Diese betreffen demografische Veränderungen der Gesellschaft, veränderte familiäre und außerfamiliäre Lebensformen, Prozesse der Migration, Herausforderungen durch Armut oder auch durch den wirtschaftlichen Wandel und nicht zuletzt die Inklusion mit allen ihren Konsequenzen. Wir leben in einer Zeit, in der die technischen und wissenschaftlichen Anforderungen an die Gesellschaft und an den Einzelnen rasant wachsen. Vor diesem Hintergrund müssen Schulen ihre Kernaufgaben von Bildung und Erziehung und die Schaffung der Grundlagen zur Teilhabe an der Gesellschaft neu definieren und der Lesekompetenz als Grundlage auch von Lern- und Selbstlernentwicklungskompetenz kommt hier eine zentrale Bedeutung zu. Wir haben, und das finde ich bei aller Beschreibung von Anforderungen und neuen Herausforderungen, finde ich, sollte man auch das festhalten, was auf der Strecke schon geschafft und wo sich positive Entwicklungen abzeichnen. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit Fortschritte gemacht. So attestieren uns die Schulleistungsstudien PISA und IGLU 2006 und 2009 zum Beispiel signifikante Verbesserungen der Leseleistungen im Bereich der Grundschulen und der Sekundarstufen 1. Diese Studien machen uns aber auch sehr deutlich, dass uns große Aufgaben im Bereich der Leseförderung geblieben sind. Dies gilt insbesondere für einen Ausgleich von Benachteiligungen durch Herkunft, Sprache und sozialen Hintergrund. So beträgt der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die maximal Kompetenzstufe 2 im Lesen erreichen, der sogenannten Risikogruppe in Deutschland bei Kindern mit Migrationshintergrund rund 26% im Vergleich zu 6,7% bei Kindern ohne Migrationshintergrund.
Für den Bereich der Grundschule lässt sich darüber hinaus feststellen, dass 2/3 der Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland die 4. Klasse mit einer Lesekompetenz verlassen, die ihnen keinen selbstständigen und sicheren Umgang mit Texten zum Erschließen neuer Lernbereiche erlaubt. Bezüglich der Lesekompetenz von 15-Jährigen wird das Problem deutlich, dass der Anteil der schwachen Leserinnen und Leser, also Leserinnen und Leser, die nur sehr basale Leseanforderungen bewältigen, immer noch ein knappes 1/5 ausmacht, also knapp 20%. Schließlich hat IGLU auch gezeigt, dass Deutschland verglichen mit dem aktuellen Kenntnisstand über einen qualitätsvollen Leseunterricht einen erheblichen Nachholbedarf hat. Beispielsweise müssen im Sinne eines stärker kompetenzorientierten Leseunterrichts den Schülerinnen und Schülern verstärkt Lesestrategien vermittelt und vermehrt Phasen der selbstständigen Lektüre eingeräumt werden. Diese Befunde machen deutlich, wir brauchen eine Leseförderung als wesentlichen Baustein einer individuellen Förderung, die im Zentrum schulischer Praxis aller Schulen in Nordrhein-Westfalen steht, und wir brauchen als Rahmen hierfür letztlich ein inklusives Schulsystem. Ein Schulsystem, in dem möglichst alle Kinder gemeinsam lernen und zusammenwachsen, in dem alle Schülerinnen und Schüler ihre Potenziale zur Entfaltung bringen können und Vielfalt als Chance und Bereicherung im gemeinsamen Lernen erlebt wird. Und wir brauchen ein Verständnis, dass wir wirklich am Anfang der schulischen Bildung das Fundament legen und auf dieses Fundament dann zuerst alle Aufmerksamkeit und alle Konzentration richten. Ich habe bei Besuchen unter anderem in Finnland gesehen, dass dort wirklich dann gesagt wird, wir machen am Anfang auch dann erstmal nur Lesen lernen. Und wer im ersten Jahr muss das geschafft werden. Und bevor das nicht gekonnt ist, nehmen wir nicht das nächste dazu, damit diese Anfänge von Überforderung der Kinder, damit das sozusagen gar nicht erst anfängt und wirklich hier mit dem Lesen, die Konzentration auf das Lesen lernen am Anfang, das Fundament klar gelegt wird. Soll schulisches Lernen auch im Erschließen und Verstehen von Texten erfolgreich sein, müssen wir unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Lesekompetenz als Grundlage erfolgreichen Lernens auch besser verstehen. Wir müssen also den Blick wenden. Hierzu gilt es, genauer hinzuschauen, zuzuhören und Lernarrangements von diesem Verständnis aus zu gründen. Lernangebote werden nur angenommen, wenn sie individuelles Interesse wecken, Anschluss an Vorwissen und schon Gekonntes nehmen, dies weiterführen und dabei den jeweils individuellen Verarbeitungsweisen und Lerngewohnheiten gerecht werden. Erfolgreiches Lernen und verstehendes Lesen bedürfen vielfältiger Lerngelegenheiten, die zusammenwirken und nah an der Lebenswelt der Lernenden sinnvolles Wiederholen, Üben und Vertiefen ermöglichen. Was und wie viel erlernt wird, wie tief oder wie oberflächlich Inhalte oder Gelesenes berühren, entscheidet dabei in letzter Konsequenz der oder die Lernende bzw. Lesende. Deshalb müssen wir unsere Schülerinnen und Schüler ermutigen, ihre Potenziale und Interessen zu entdecken und auszuschöpfen, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen zu formulieren und sie in unterrichtliche Zusammenhänge einzubringen. Individuelle Förderung und mit ihr die Leseförderung müssen von der sporadischen Unterstützung von Kindern mit Defiziten beziehungsweise im Rahmen einzelner oder besser vereinzelter Projekte zum pädagogischen Grundprinzip beziehungsweise Grundanliegen schulischer Praxis werden. Dabei muss die Praxis individueller Förderung und der Leseförderung als gemeinsame Aufgabe aller Fächer stets verknüpft sein mit den an Standards und Kompetenzen orientierten Fachunterricht und durch anreichende, vertiefende oder ergänzende Maßnahmen einer äußeren Differenzierung ergänzt werden. Meine Damen und Herren, aus all dem folgt, wir brauchen im Rahmen individueller Förderung Förderkonzepte, diagnostische und kommunikative Kompetenzen, Strategien, intensive kollegiale Kooperation und ein Feedbacksystem, mit dessen Hilfe Schülerinnen und Schüler in allen schulischen Lernangeboten, im Unterricht, in Projekten und Exkursionen, in ergänzenden Förderangeboten individuell und gezielt unterstützt werden. Und wir brauchen darin eingebettet eine Leseförderung, die sich der Förderung grundlegender Lesefertigkeiten in allen fachlichen Kontexten zuwendet. Hervorheben möchte ich dabei die Förderung von Lesestrategien, von Lesemotivation bzw. der Selbstregulation im Lesen und des verstehenden Lesens.
und nicht zuletzt die Förderung von informellen und formellen Kommunikationsprozessen beim und nach dem Lesen, zum Beispiel in kooperativen Lernformen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Professor Bönninghausen hat Ihnen heute Morgen das im Rahmen des KMK-Projekts ProLesen erarbeitete Fachkonzept vorgestellt, das gemeinsam mit den Schulen des Projekts entwickelt und praktisch gefüllt wurde. Dieses Fachkonzept und die mit ihm verbundenen Materialien, die im Internet auf den Seiten der Leseschule NRW veröffentlicht sind, sind die Grundlage für eine erfolgreiche Übertragung der in ProLesen NRW erarbeiteten Konzepte und Materialien einer umfassenden und gesamtschulisch angelegten Leseförderung. Neben diesen Ergebnissen aus ProLesen NRW möchten wir aber auch die erfolgreichen Strategien weiterführen, die sich in diesem Projekt als wichtige Unterstützung der Unterrichtsentwicklung der Einzelschule erwiesen haben. Die Zusammenarbeit mit anderen Schulen und die Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern in den Regionen. Bewährte Bausteine und Voraussetzungen möchten wir gemeinsam mit Ihnen weiterführen. Hierzu zählen zum Beispiel der Konsens über gemeinsame Prinzipien und Strategien und Ziele der Leseförderung, ein fächerübergreifendes Lesecurriculum als Ziel und Grundlage der schulischen Entwicklungsarbeit, eine Lesekultur, die auch in den unterrichtsfreien Zeiten sichtbar wird, sowie die Zusammenarbeit mit Partnern, die in diesem Prozess einbezogen sind. Ich glaube, es muss deutlich werden, dass wirklich alle auch auf dieses Thema, auf dieses wichtige Thema hin zusammenwirken. Und ich glaube, Schülerinnen und Schüler merken das, wenn alle an einem Strang ziehen. Dann entfaltet das auch eine stärkere Wirkung, obwohl alle einzeln nicht unbedingt mehr tun, als sie vorher getan haben. Aber aus dieser Haltung heraus wird ein Mehrwert entstehen, der mehr wert ist als die Summe aller Teile. Diese Grundlagen schulischer und außerschulischer Zusammenarbeit in der Leseförderung wollen wir auch im Rahmen des Netzwerks Schulen der Zukunft, Netzwerk Individuelle Förderung NRW nutzen, mit ihrer Hilfe die schulische Praxis der Leseförderung systematisieren und die schulische Zusammenarbeit ausbauen. Hierzu werden wir die heute schon rund 1000 Schulen der unterschiedlichen Initiativen der individuellen Förderung in Nordrhein-Westfalen und mit ihnen die Schulen der Leseschule NRW einladen, sich in das landesweite Netzwerk Schulen der Zukunft, Netzwerk Individuelle Förderung einbringen. Ziel des Netzwerkes ist es, die Arbeit auf der Ebene der einzelnen Schulen durch die Möglichkeit eines regelmäßigen Austauschs und die Initiierung verbindlicher schulischer Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern. Der Fokus liegt dabei immer auf der Unterrichtsentwicklung und der damit verbundenen individuellen Förderung. Wir hoffen, dass wir in und mit dieser inhaltlich orientierten und ganz praktischen Vernetzung eine Art Vertriebsweg gefunden haben, Module und Materialien und im Dialog von Schule, die im Rahmen schulischer Praxis und im Dialog von Schulen mit Hochschulen entstanden sind, einer großen Zahl von Schulen zur Verfügung stellen zu können. Ich glaube, dieser Ansatz, zumindest in einem so großen Land wie Nordrhein-Westfalen, die Region stärker zu nutzen, was wir ja auch unterstützen mit den regionalen Bildungsnetzwerken, um außerschulische Partner zu bekommen, dass wir mit diesem Ansatz gut aufgestellt sind von der äußeren Struktur her, damit die Schulen in ihrer Arbeit auch durch außerschulische Partner unterstützt werden und natürlich sie auch nutzen können. Wir laden Sie ein, sich mit Ihren Erfahrungen in diesen Kontext einzubringen und zum Beispiel als Referenzschulen der Leseförderung beziehungsweise als Moderatorinnen und Moderatoren der regionalen Lehrerfortbildung in diesem Feld dazu beizutragen, Ihre gelingende Praxis der Förderung der Lesekompetenzen Ihrer Schülerinnen und Schüler einzubringen. Die Leseschule Nordrhein-Westfalen soll, unterstützt durch dieses Netzwerk beziehungsweise als Teil dieses Netzwerks, anderen Schulen helfen, auf einen erfolgreichen Weg der Leseförderung zu kommen. Und, meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, sie wird dies auch erfolgreich tun, weil dies hat die Vergangenheit nicht nur im Projekt ProLesen gezeigt, Schulen am besten von anderen Schulen lernen können. So können auch künftig die Schulen des Projekts ProLesen NRW und weitere interessierte Leseschulen als Lernpaten oder Referenzschulen anderen Schulen Wege aufzeigen, eine erfolgreiche Praxis der Leseförderung auf der Basis eines schulischen Lesecurriculums zu entwickeln und können sie in ihrer Entwicklung ermutigend begleiten.
Ich bin mir auch insofern sicher, dass dies erfolgreich sein wird, weil Sie mit den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Lehrerfortbildung, der Bildungspartner und der Universität Münster Ansprechpartner finden, die Sie dabei unterstützen und begleiten werden. Meine Damen und Herren, es ist uns ein wichtiges Anliegen, schulische Praxis der Leseförderung nicht nur anhand ihrer Ergebnisse, sondern auch mit fachwissenschaftlicher Unterstützung weiterzuentwickeln bzw. die schulischen Prozesse in diesem Sinne zu unterstützen. Frau Prof. Dr. Bönninghausen leistet mit ihrem Team des Schreib-Lesezentrums der Germanistischen Fakultät der Universität Münster in diesem Sinne in unserem Netzwerk hierzu einen wichtigen Beitrag, der nicht zuletzt mit den heute gelegten Grundlagen eine neue Qualität erhält. Ihnen, Frau Professor Bönninghausen und Ihrem Team, ganz herzlichen Dank für das anspruchsvolle Programm dieser Fachtagung und Ihre engagierte Unterstützung in der Begleitung der Pro-Lesen-Schulen bzw. der Schulen der Leseförderung im Netzwerk Schulen der Zukunft NRW. Danken möchte ich aber auch dem Team der Medienberatung für die Vorbereitung dieser Fachtagung und die gute Zusammenarbeit mit dem Schulministerium, die durch die Leseförderung nun eine weitere zukunftsweisende Facette hinzugewonnen hat. Danken möchte ich aber auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie sich für die Leseförderung besonders engagieren und mit der heutigen Fachtagung den Grundstein dafür legen, weitere Schulen für eine systematische Leseförderung zu gewinnen und Sie auf Ihrem Weg dahin als Referenzschule oder als Moderatorin, Moderator der regionalen Lehrerfortbildung kollegial beratend begleiten. Ich wünsche Ihnen für die ausstehenden Workshops Ertrag und erfolgreiche Diskussionen. Und ich wünsche uns gemeinsam, dass damit Prozesse angestoßen werden, die uns helfen, die Aufgaben, die Herausforderungen, die wir im Bereich des Lesens, aber damit letztlich natürlich auch der schulischen Entwicklung für unsere Kinder und Jugendlichen, dass wir diese Aufgaben erfolgreich bewältigen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen ertragreichen Nachmittag.